Hallo zusammen, ich ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um ein paar Kisten aus dem Mist of Pandaria Szenarios. Falls ihr nicht wisst, was das genau ist, im ersten Teil hatte ich das ein bisschen ausführlicher erklärt, beziehungsweise habe auch die Szenarios gezeigt und wie das Ganze mit den Quests funktioniert. Hier wollen wir die Dinger jetzt aber lediglich öffnen und dazu habe ich jetzt wieder mit ein paar Chars ein paar Kisten gefarmt. Wir fangen an hier mit dem Hunter. Wie ihr seht, ist ein Test-Char, den lösche ich danach wieder. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los mit der ersten Kiste. Und da haben wir ein Item drin, das wir schon hatten, die Schultern. Dann haben wir hier einen Rücken, den hatte ich auch schon. Und in der epischen Kiste haben wir Hände, die ich natürlich auch schon hatte. Okay, schade, das war schon mal nichts. Achso, wir sollten vielleicht noch gucken, was der aktuelle Stand ist. Aktuell brauche ich noch 53 Items. Und das setzt sich zusammen quasi 50 aus den blauen Kisten und 3 aus den epischen. Kette brauche ich tatsächlich aus den epischen schon gar nicht mehr. Aber aus den blauen brauche ich noch einige Kettensachen. Eine Waffe ist ja unter anderem auch dabei, dieses Agi-Schwert. Da muss ich mal gucken, dass ich vielleicht mit einem Rogue oder Mongo oder so farm. Die müssten Agi-Schwerter tragen können. Dann haben wir hier den nächsten Hunter. Und dann gucken wir mal rein. Eine Hose, die brauche ich nicht. Das weiß ich schon. Hose ist in den Quantum-Slots dabei. Ne? Da haben wir schon alle IDs. Dann die Schuhe. Die hatte ich leider auch schon. Und die epische Kiste gibt mir leider nur einen Ring. Sehr schade an der Stelle. Als nächstes haben wir dann einen Hunter am Start. Jetzt gucken wir mal rein in die Kiste. Und was haben wir drin? Einmal nix. Nummer 2 ist auch nichts drin. Und in der epischen haben wir einen Gürtel, den ich tatsächlich schon hatte. RIP an der Stelle. Und weil es so schön war, nehmen wir direkt noch einen Hunter. Oh, da haben wir... Ah, ne, Kopf. Kopf habe ich schon alle. Jetzt, kurze Freude, dass ich ein Item habe, ne? Gleich wieder abgefallen. Hier ist nur was Grünes drin. Und Brust haben wir natürlich auch schon komplett. Oh, gut, also beide Hunter waren schon mal nix. Dann haben wir noch einen Schurken. Und beim Schurken brauche ich noch eine Waffe. Und mal gucken, ob wir ganz viel Glück haben und diese Agi-Waffe drin ist, das Schwert. Aber mal sehen. Und was haben wir da drin? Eine grüne Hose, okay. Ein grünes Schwert, das brauchen wir nicht. Und hier haben wir Hände, die haben wir auch schon. RIP, also das war dann auch mal wieder nix. Als nächstes haben wir nochmal einen Hunter. Jetzt gucken wir mal rein, was drin ist. Okay, wir haben leider kein blaues Item, nur ein grünes. Was ist denn das? Ein Schweinstab, das brauchen wir nicht. Dann haben wir nochmal nix. Und das dritte ist eine Schusswaffe, die wir leider auch schon hatten. Also das war eine komplette Nullnummer leider. Als nächstes haben wir einen Schamanen. Ihr merkt schon, heute ist auf jeden Fall Kettentag angesagt. Weil ich muss da auch noch mir ein Kettenteil aus Legion holen, für einen, wo man einen Troll braucht. Deswegen habe ich mir jetzt einige Troll-Kettenchars gemacht. Schade, aber Kette wird anscheinend heute nix. Die letzte Kiste ist ein Hals drin, den brauche ich auch nicht. Und der dritte im Bund ist auch wieder ein Hunter, ebenfalls Troll. Und der hat drin einmal nix, zweimal, ach super, ein Ring, das ist natürlich auch für den Sack. Und in der Kiste haben wir eine Armbrust, die ich natürlich auch schon habe. Gut, dann haben wir hier noch einen Hunter am Start. Jetzt hoffen wir mal, dass diesmal was rumkommt bei. Was haben wir denn hier? Eine Schusswaffe. Ich glaube, die hatten wir vorhin schon mal. Dann haben wir einmal Schultern. Die habe ich auch schon. Und was haben wir hier? Eine Brust. Die kann ich leider auch nicht gebrauchen. So, dann sind wir jetzt auf dem 10. Char. Und damit die letzten Kisten. Bis jetzt war es ja leider eine Nullnummer. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht haben wir hier noch Glück. Okay, da sieht schon mal schlecht aus. Da haben wir einen Hals drin, das bringt mir nichts. Und die letzte Kiste ist ein Kopf, den ich auch nicht brauche. Ja, gut, das waren jetzt alle 10 Chars. Wir sind immer noch bei 53 Items, die ich brauche. War diesmal leider komplett eine Nullnummer. Und ja, vielleicht habe ich das nächste Mal mehr Glück. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.